wenn man sich die Frage stellt, wie eigentlich Ideologie und Kritik oder Ideologiekritik in Bezug auf rechtsextremes Gedankengut zu verstehen ist, dann finde ich es am Anfang erstmal wichtig zu sagen, dass Ideologie nichts ist, was nur die anderen haben und ich nicht. Also das heißt, ich bin der ganz normale, ich bin die ganz normale Person, gedeckt von der freien demokratischen Grundordnung. Und jetzt spreche ich mal von diesem neutralen Punkt aus über diese ganzen anderen Leute, diese komischen Marxistinnen und Linksextremen und Rechtsextremen. Dann werden auch solche Begriffe aufgemacht, die irgendwie ganz komisch konkurrent zu sein scheinen, obwohl es da krasse Unterschiede gibt. Und die haben Ideologie und die anderen auch, aber ich nicht. Sondern Ideologie ist was, was wir eigentlich alle haben. Und Ideologie ist meiner Meinung nach etwas, das so eine Art, ja, vielleicht psychischen Immunsystem gleicht. Und dann gibt es ja krasse Immunkrankheiten, die zum Beispiel dazu führen, dass Menschen in so einer Art Gummiball leben müssen und gar keinen Kontakt, keinen direkten Kontakt zur Außenwelt haben. Dazu gab es doch, glaube ich, mal einen Film, da läuft dann so ein kleiner Junge die ganze Zeit in dem Ball herum und kann nicht so wirklich mitspielen. Logischerweise stößt immer vor die Wand davor, wenn er irgendwo auf irgendjemand zulaufen will, dann rennt er den um und dergleichen mehr. Wenn er seine Freundin berühren will, dann kann er nur vor diese Blase drücken, die Freundin von außen, aber sie können sich nicht wirklich berühren. Das ist total dramatisch und tragisch. Aber ungefähr so funktioniert Ideologie in einem spezifischen Punkt auch. Und zwar, dass es sozusagen auch ein Absicherungsschirm dessen ist, was total unsicher ist, was sozusagen transzendent ist, was über das hinausgeht, was wir uns auch vorstellen können. Das heißt zum Beispiel, dass wir nicht die ganze Zeit Angst haben, wenn wir auf eine Straße gehen. Und es wäre ja, steht ja immer die Möglichkeit, dass man von einem Auto überfahren wird, aber man sichert sich dadurch ab, dass man sagt, naja, zum einen kann ich einmal links, einmal rechts, dann wieder links gucken und gehe dann rüber, weil ich es so gelernt habe. Zum anderen weiß ich auch, dass ich in einer Gesellschaft lebe, in der nicht nur Wahnsinnige sozusagen Auto fahren und auch nicht nur Alkoholikerinnen unterwegs sind, obwohl das ja immer mehr werden, habe ich mir sagen lassen. So, jetzt der Punkt natürlich, das überzeugt natürlich viele Leute immer noch nicht, dass das Ideologie sein soll, weil das muss doch irgendein politisches, muss noch irgendeine politische Ausrichtung haben, muss noch irgendwie mehr sein als das. Wenn man sich jetzt also vorstellt, wie funktioniert jetzt Ideologie dann erstmal vielleicht nicht nur bei Demokratinnen, die auch ja spezifische Vorstellungen tradieren, die für sie ein kohärentes Weltbild ausmachen, das auch hermetisch ist in einer gewissen Art und Weise, das auch spezifische Annahmen, so grundlegende Annahmen nicht zulässt, zum Beispiel, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, ist sozusagen ein fundamentaler Grundsatz oder ein Axiom, das nicht hintergangen werden darf, wenn man nicht Demokrat werden will. Wenn man sich das jetzt wenn man das auf Nazis überträgt in einer gewissen Art und Weise, dann ist sozusagen einfach diese Käseglocke, die man um sich aufbaut, einfach von verschiedenen spezifischen, fundamentalen Sätzen aufgebaut, die das sehr, sehr hermetisch machen und die dooferweise aber, wenn man so möchte, mit anderen diesen Käseglocken oder diesen spezifischen Gummibällen, in denen man rumläuft, überhaupt nicht verträglich sind. Das heißt, wenn, um es krass zu sagen, wenn ein Nazi auf einen Demokrat und ein Nazi stößt auf einen Antifaschisten, dann klatschen die zusammen und prallen ab, weil sozusagen die Ideologien oder die Ideologeme, die in den Ideologien sind, total nicht miteinander kompatibel sind, sich sozusagen abstoßen. Und der Nazi hört überhaupt nicht, was die Person, die ihn kritisieren will, sagt. Das ist dann eher wie so ein dumpfes Wummern oder man hört zum Klopfen an der Käseglocke, aber es ist nicht klar, was die andere Person will, weil sie, wenn man so möchte, gar nicht von einem Ort aus spricht, von dem aus Wahrheit gesprochen wird. Ja, Michel Foucault nennt das den Ort der Veridiktion, also heißt nichts anderes als eben der Ort, an dem Wahrheit gesprochen wird. Das heißt, deshalb sind die Medien Lügenpresse, weil sie sozusagen an dem Ort stehen, an dem keine Wahrheit gesprochen wird. Die Medien sind umerzogen, die Medien berichten nur Lügen, um das System zu stützen. Sie sind korrupt und dergleichen mehr. Und nur spezifische freie Medien, Russia Today oder sowas, oder ja, geschichtsrevisionistische Bücher von Autorinnen XYZ sind nur sozusagen, können nur in diese in diesen Gummiball eindringen und dann sozusagen als Wahrheit angenommen werden. Und wenn man in diesem Bild bleiben möchte, wäre es so, wenn sich zwei Nazis treffen, dann rollen die mit ihren Gummibällen aufeinander zu, aber anstatt sich abzustoßen, stehen sie auf einmal in einer Kugel und unterhalten sich und alles, was die eine Person sagt, passt zu allen Axiomen und Grundannahmen, die die andere Person auch hat und von dort aus wird sozusagen dann die ganze Zeit fröhlich und heiter diese spezifische Form der Wahrheit gesprochen. Daraus lässt sich Verschiedenes folgern. Einmal, es gibt unendlich viele Formen von dem, was wir Wahrheit nennen, die auf ganz spezifische und verschiedene Weisen abhängen. Und es ist relativ schwierig zu sagen, welche sozusagen die richtige ist. Und die andere ist,
Nazis sind ziemlich selten alleine, denn sie treffen ja ziemlich selten auf Leute, die sozusagen eine permeable Gummiballstruktur haben oder eben eine Ideologie, mit der man sich dann zusammenschließen kann. Das ist tatsächlich auch das Problem, warum man so schwer diese Leute kritisieren kann. Das heißt, man müsste erstmal an den Ort kommen, von dem aus Wahrheit gesprochen wird. Das heißt, man müsste sich erstmal in so einen Gummiball zwängen, der dann wahrscheinlich so eine dunkelbraune Farbe hätte, um es mal ein bisschen lustiger zu machen. Und dann müsste man mit so einem braunen Gummiball auf so einen anderen braunen Gummiball zurollen. Und wenn es dann funktioniert, dass man sozusagen den Ort einnimmt, von dem aus Wahrheit gesprochen wird, dann könnte man der Person versuchen zu zeigen, das könnte vielleicht auch noch ein bisschen anders gehen. Aber dazu müsste man in gewisser Art und Weise sozusagen auf eine sehr, sehr starke Weise sogar Nazi-Ideologie im Beisein von Nazis reproduzieren und versuchen, erstmal da den Jargon anzunehmen, um dann spezifische Kleinstmomente einzustreuen und um sozusagen dadurch die Farbe des Nazi-Gummiballs minimal zu verändern. Und das wollen, glaube ich, einfach die wenigsten Leute machen. Das ist eines der Probleme, warum man so schwer Nazis so kritisieren kann, dass sie tatsächlich ihre hermetische Kugel aufgeben, dass die vielleicht Kratzer bekommt, dass da die Luft rausgeht, wenn man so möchte, dass sich die Leute entscheiden, vielleicht ihren Gummiball anders anzumalen oder eine andere Ideologie anzunehmen oder zumindest die sie haben, also die Nazi-Ideologie, zumindest zu kritisieren und abzulegen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die auch jeder für sich alleine lösen muss. Und da ist es sehr, sehr schwer, anderen zu helfen. Trotzdem sollte man nicht aufgeben. Wenn man mit diesem Gummiball, in dieser Gummiball-Metapher bleibt, gibt es in Dresden auch ganz viele verschiedene Gummibälle. Nur die Leute gehen gar nicht richtig aufeinander zu, um zu sehen, dass sie voneinander abfliegen würden. Das heißt, die Leute sprechen in Dresden gar nicht genug miteinander, um zu sehen, dass sie eigentlich nichts miteinander zu tun haben wollen. Wir haben in Dresden, also bei der Pegida, haben wir ja einerseits Leute, die sagen, wir sind ja nur Politik verdrossen, weil die Politiker sind alle korrupt, die machen nichts mehr, weil Wahlen, das ist ja durchaus eigentlich ein altanarchistischer Ausspruch, ja, wenn Wahlen etwas bringen würden, dann wären sie verboten. Dergleichen solche Sachen werden ja jetzt dort einerseits kolportiert, andererseits hat man dort ganz klar neonazistische Gedankenstrukturen in den Köpfen vieler Menschen, die dort rumlaufen. Das ist auch lächerlich, dass das abgewiesen wird. Also ich fand halt wirklich am witzigsten diese Aussage von Lutz Bachmann, wir sind keine Nazis, weil Nazis heißt ja Nationalsozialisten, weil wir zwar unser Land lieben, also national zwar sind auf der einen Seite, aber wir mögen den Sozialismus nicht, denn den haben wir ja in der DDR erlebt. Und weil es natürlich klar ist, dass wenn National und Sozialismus in einem Wort vorkommt, dann kann man das ja nur so deuten, wie das der Lutz Bachmann erfolgreich gemacht hat. Und dann sind die natürlich in diesem Sinne keine Nazis. Dass es aber einfach nur heißt, dass Lutz Bachmann nicht in der Lage ist, komplex zu denken, unterstützt ja schon wieder den Punkt, dass man sich gegen Pegida engagieren muss, weil es von total bekloppten Leuten organisiert wird. Und das sage ich auch auf die Gefahr hin, dafür angezeigt zu werden. Von Lutz Bachmann, dessen Anwälte ja eigentlich schon feuerrote Finger haben müssen bei den ganzen Akten, die sie derzeit wälzen müssen. Das ist eigentlich auch schon wieder unfassbar, was da los ist. Da kommen wir doch fast zu der Frage, wer hat dir denn deinen Gummiball gestochen? Gute Frage. Ich würde sagen, das sind eher kleinere Nadelstiche gewesen, die meinen Gummiball angekratzt haben. Und irgendwann muss man ja, um es jetzt mal in ein etwas unangenehmeres Bild zu kleiden, es ist ja so, man weiß das ja, Säugetiere haben ja das Problem, dass sie auch in so einer Blase eigentlich als allererstes existieren. Und es ist ja so, dass sich vor allem Säugetiere, die noch in der Wildnis geboren werden, müssen sich ja dann aus der Plazenta und wie das nicht alles heißt, ja, also aus der Gebärmutter und was weiß ich nicht alles, erstmal freikämpfen und das dann zerreißen, zerbeißen, zertreten, zu schlagen und so weiter und so fort. Und in einer gewissen Art und Weise, also um erstmal atmen, frei atmen zu können und um dann die ersten Schritte zu wagen. Und auf gewisse Weise ist erfolgreiche Ideologiekritik, zumindest, dass man das erstmal macht und das zerschlägt, die Form, in der man ist, aber ohne dann zu denken, dass man dann auf einmal frei wäre, denn der Punkt ist ja gerade, man legt sich dann einfach, oder das heißt einfach, man legt sich dann eine andere Ideologie an. Das heißt, man schlüpft in einen anderen Gummiball, weil man ohne nicht existieren kann. Aber der Punkt ist, welche, in Anführungsstrichen, welche Farbe hat der Gummiball, wie funktioniert das und wie schnell bin ich auch bereit, diesen Gummiball wieder zu zerstechen und zerbrechen, wenn ich merke, dass es auch Käse und Schwachsinn ist, wo ich da reingeschlüpft bin.